Ja, ich bin Klaus Köhl vom anderen Laden in Solingen, mache mein Geschäft seit über 40 Jahren. Seit 25 Jahren ist auch meine Frau dabei und seit der Zeit haben wir auch den Schwerpunkt eigentlich ergonomische Stühle, Sitz-Steh-Arbeitsplätze. Das Thema ist natürlich aktuell seit dem letzten Lockdown im letzten Frühjahr, ist die Nachfrage nach gescheiten Bürostühlen natürlich gestiegen, weil man gemerkt hat, der Küchenstuhl funktioniert keine 8 Stunden. Die Highlights bei uns sind eigentlich in den letzten Monaten unser Capisco, den es auch schon seit über 37 Jahren gibt, und den Swapper. Das ist ein deutsches Produkt, das Norweger, gibt es auch schon seit 23 Jahren. Was die Stühle auszeichnet, kann ich ja vielleicht mal kurz zeigen. Also ich habe hier eine vertikale Bewegungsmöglichkeit, die gut ist für die Bandscheiben, Pump- und Saugeffekt, Beckenbalance. Ich kann den aufs Gewicht einstellen und man hat ein aktives Sitzen. Capisco ist auch ähnlich, das aktive Sitzen ist hier anders umgesetzt. Ich habe praktisch durch den Sattelsitz eine aufrechte Haltung, kann aber auch hergehen mit dem Stuhl spielen, den Sitzlöcher verschieben, damit ich auch mal seitlich drauf sitzen kann. Oder was noch bequemer ist, rücklings drauf sitzen kann. Hier geht es dann halt um Haltungswechsel. Wir mussten ja am 16. Dezember zumachen und wenn wir hätten nicht zumachen müssen, hätten wir höchstwahrscheinlich keine Stühle mehr da gehabt, quasi ausverkauft. Dadurch, dass wir überschließen mussten, haben wir noch einige Exponate hier. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, auch jetzt mit dem beim Lockdown die Stühle zu erwerben. Wir können an der Tür die Sachen abgeben, ist auch kontaktfrei möglich. Dazu genügt es eigentlich, sich vielleicht mal kurz über den Stuhl zu erkundigen. Und wir können Sie dann am Telefon beraten, welche Ausführungen Sie sehen. Es gibt verschiedene Farben. Wir vorrätig haben, beim Swapper haben wir auch noch einige andere Farben da, dass Sie anrufen und wir Sie dann kurz beraten, welche Variationen wir da haben.